Die Freiheit des Individuums und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sind heute bedroht. Technokraten übernehmen die Macht über ein Denken und über unser Denken und Fühlen. Sie wollen die Menschen zu bindungslosen, beliebig verschiebbaren Figuren auf dem globalen Schachspielbrett entmündigen. Sie behaupten, es sei gestrig und unmodern, an seinen Sitten, Traditionen und Gebräuchen festzuhalten. Zumindest sofern man ein weißer Europäer ist. Lieber Herr Kollege Gauland, vielen Dank für die Zitatensammlung. Immer wieder interessant. Was ich ja immer auch abwarte und erwarte irgendwie von Ihnen auch, dass Sie mal irgendwie konkret irgendwie sagen, wie Ihre Vorstellungen zu Europa sind und nicht immer irgendwelche Römer oder Griechen zitieren. Das bringt uns irgendwie nicht so richtig weiter. Aber egal, vielleicht haben Sie auch gar keine Antworten. Die hatte Frau Barley am Anfang. Ich bin ganz dankbar, dass sie darauf hingewiesen hat. Die Wertegemeinschaft, die Populisten, denen man nicht auf den Leim gehen soll, das haben wir gemeinsam. Und wenn die Menschen dann einmal zu einem europäischen Thema wie den Uploadfiltern auf die Straße gehen, dann bezeichnet die CDU sie als gekaufte Bots. Und die SPD versucht mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Barley das Kunststück, in Brüssel dafür und in Berlin dagegen zu sein. Liebe Freunde, Menschen ernst zu nehmen, geht anders. Nein, liebe Frau Kollegin Barley, diese Scheinheiligkeit fördert Politikverdrossenheit und treibt den Populisten Wähler in die Arme. Und bis zum letzten Jahr ist der Anteil auf 23% gesunken. Das entspricht einem Rückgang um 33%, einem Drittel. Der Anteil der EU, ich verstehe gar nicht, warum sich bei Zahlen schon so aufregen. Also diese gesamte Diskussion hier im Parlament, gewöhnen Sie sich das Rumbrüllen bitte mal ab. Der Anteil der EU in der Welt. Die Wähler werden das an den Wahlurnen votieren, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sich hier aufführen. Keine Kinderkrankheit, die es zu kurieren gilt. Herr Hofreiter, regen Sie sich doch nicht so auf. Ich verstehe gar nicht, warum Sie da immer so fast vom Stuhl runterfallen. So unglaublich. Die Abwertung der nationalen Parlamente ist keine Kinderkrankheit, sondern eine beabsichtigte Grundsatzentscheidung. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir als AfD, wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit, die Solidität, den Sozialstaat und unseren Wohlstand sichern. Und ganz ehrlich, bei Ihnen allen bin ich mir nicht zu sichern, ob Sie das auch wollen. Vielen herzlichen Dank. Sie klatschen lieber dem Brexit-Beifall und neuerdings oder wahrscheinlich schon immer unterstützen Sie auch Russland in seinen Aktionen, die Europäische Union zu destabilisieren. Und ich halte das wirklich für eine Schande, dass sich hier Abgeordnete als willige Helfer Putins einspannen lassen. Wir wollen aber nicht Spielball von irgendjemand werden. Wir wollen nicht irgendwann in der Regionalliga antreten. Und wir als CDU wollen ein sicheres, zukunftsfähiges und wehrhaftes Europa. Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren. Dieses Russland führt aktive Maßnahmen durch, um sein autoritäres, illiberales, intolerantes Gesellschaftsmodell hier zu uns zu importieren. Die AfD steht, das haben wir gesehen, jedenfalls in Teilen bereits unter totaler Kontrolle. Und liebe Frau Barley, muss man wirklich Russia Today kurz vor der Europawahl ein solches Interview geben, wie Sie das getan haben? Ich finde, das stärkt die Resilienz unserer Gesellschaft nicht gerade. Lassen Sie mich, bevor ich zu meiner Rede komme, einen Satz sagen zu Frau Weidel und ihrem Demokratieverständnis in Europa. Keiner will hier die nationalen Parlamente schwächen, aber Sie wollen das Europäische Parlament abschaffen. Das ist Ihr Verständnis von Europa und europäischer Demokratie, das wir absolut nicht teilen. Das bedarf noch einer kleinen Erläuterung. Wir haben die Stimmrechte und die Mitwirkung unserer ungarischen Partei Fidesz in der EVP suspendiert. Eine solche Entscheidung steht im Blick auf die Sozialdemokraten Rumänien noch aus, und auch die ALDE hat bisher es nicht vermocht, einen solchen Schritt für die liberale Schwesterpartei in Rumänien zu gehen. Insofern sollte jeder vor seiner eigenen Haustür kehren. Wir tun das. Herr Kollege Hart, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schäfer. Ja.
Das ist meine erste Zwischenfrage in 21 Jahren im Parlament. Kollege Hart, lieber Jürgen, ist ihr bekannt, dass in dieser Woche die Sozialdemokratische Partei Europas die Mitgliedsrechte der rumänischen Sozialdemokraten eingefroren hat? Wir haben schnell reagiert, wo ihr 9 Jahre gebraucht habt. Wenn das dazu führt, dass wir uns auch in unseren Parteienfamilien stärker darüber bewusst werden, dass wir Werte haben, die wir auch nach innen wie nach außen verteidigen müssen, ist das ja gut. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir ganz konkret einen schweren, aber erfolgreichen Weg im Blick auf vieles geschafft haben, eine große Geschlossenheit in der Europäischen Volkspartei zu diesem Thema. Und deswegen glaube ich, dass wir die bessere und stärkere Kraft bewiesen haben in dieser Frage. Ich darf vielleicht geschäftsleitend darauf hinweisen, dass die Mitglieder des Deutschen Bundestages normale Menschen sind. Die lesen aller Regel Gesetzesbegründungen. Das deutsche Wesen, es kommt heute nicht mehr in Uniform und mit Pickelhaube daher, sondern offensichtlich erscheint es der Welt als deutsches Ökowesen in Form linker Gutmenschen mit schlecht sitzender Frisur und Regenbogenfahne am Strickpullover, meine Damen und Herren. Es sind ökologische Heilslehren mit Unantastbarkeitsaura und diktatorischem Sendungsanspruch, die Sie hier einspeisen wollen. Sie sind von einem Überlegenheitsgefühl geprägt und getragen, das selbst Kaiser Wilhelm hätte erblassen lassen. Alleine, dass sich die Grünen an diesem Antrag so sehr stören, wie man ihrem angekoppelten Antrag Vorsorgeprinzip als Innovationsmotor entnehmen kann, ist ein hervorragendes Indiz dafür, dass die Intention des FDP-Antrags und die AfD-Analyse der gesamtgesellschaftlichen Gemengelage richtig sein muss. Wir brauchen dringend die nötigen Innovationen, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Und auch heute gehen wieder tausende junge Menschen auf die Straße, um für eine konsequente Klimapolitik dieser Regierung zu demonstrieren. Die Klimakrise hat dramatische Auswirkungen angenommen. Und ein Grund dafür ist auch, dass Sie viele Dinge nicht mitbekommen, ist ja nichts Neues. Es gibt Ereignisse so im Laufe eines Jahres und eines Lebens, das sind schöne Ereignisse. Und es gibt Ereignisse, die sind weniger schön. Zu den schönen Ereignissen zählen wir ja so Geburtstage, Sommerurlaub, den Gedanken an Mittelmeer und Ähnliches oder die Berge. An das weniger Schöne, die Geburtstagsfeier der nervigen Schwiegermutter, um eines zu nennen. Herr Wehrbeauftragter, mein lieber Herr Bartels, ich will damit klarstellen, ich will Sie weder als Schwiegermutter noch als nervig halten und darstellen. Aber natürlich haben wir Abgeordnete mit Ihrem Bericht so einen Termin, bei dem wir nicht genau wissen, was auf uns so zukommt. Es ist empörend und auch nicht nachzuvollziehen, dass die Sozialdemokratie in Berlin Jugendoffizieren die Möglichkeit verwehrt, noch an Schulen zu gehen. Das ist unvorstellbar absurd. Ich glaube, Sie haben zu viele Westernfilme gesehen. Das ist nicht dazu da, um Leute zur Bundeswehr zu bringen. Das ist dazu da, jungen Menschen klarzumachen, welchen Wert eine Armee in einer Gesellschaft hat. Sie machen die Türe zu. Ich weiß, dass einige bei Ihnen das peinlich finden, aber es ist Ihre Partei und ich sage es Ihnen. Und der Gruselfaktor kann ja gar nicht enden, wenn man gestern Abend noch das Interview von der Justizministerin, wir lassen uns auf der Zunge zergehen, der Justizministerin der Bundesrepublik Deutschland, die Russia Today, abgekürzt RT, vielleicht hat sie es verwechselt mit der kleinen Tochter von RTL, weiß ich nicht, aber Russia Today ein Interview gibt und nicht, dass sie ihre Nähe zu Russland betont, geschenkt, das machen unsere linken und rechten Freunde ja von morgens bis abends. Was viel schlimmer ist, dass sie bei Russia Today der Bundeswehr mit gestrecktem Bein in den Rücken springt, nämlich dahingehend, dass sie sagt, es gibt nicht mehr Geld, wir wollen nicht aufrüsten. Liebe Sozialdemokratie, ich weiß, es kann einem in der Partei schlecht gehen, aber Sie sollten unbedingt Rückgrat bewahren an dieser Stelle. Es ist unsäglich, was Sie hier abziehen. Ich hätte mir eines gewünscht in diesem einen Jahr Katharina Barley als Justizministerin. Ich hätte Sie gerne ein einziges Mal kämpfen sehen.
Egal für welches Thema, für irgendein Thema hätte ich gerne gespürt, das ist ihr wichtig und da habe ich zu viel erwartet. Mein Schluss daraus ist, keine noch so schöne Verpackung nützt etwas, wenn es an der Überzeugung fehlt. Also Frau Ministerin, sie ist nicht da, wir haben sie auch nur im Ausschuss zweimal gesehen in dem ganzen Jahr. Machen Sie es gut in Brüssel oder machen Sie es zumindest besser als in Berlin. Das Ignorieren vernünftiger Vorschläge von sämtlichen, bis auf einen, von sämtlichen Experten, nur um in Rekordzeit das Gedenkgesetz oder ein Denkmal, wie der Kollege Mayer sagte, nur das Gedenkgesetz für eine nach Brüssel flüchtenden Ministerin umzusetzen, Herr das Brandner, war schlicht Sie eine Frage schlecht. Oder nee, das mache ich, deshalb mich das von Herrn YouTube Hoffmann. Nicht so gut. Dankeschön. Die YouTube-Zuschauer können das dann nicht nachvollziehen. Eigentlich wollte ich Herrn Brandner loben, dass er ausnahmsweise als Vorsitzender des Rechtsausschusses mal wieder an einer rechtspolitischen Debatte teilnimmt. Sie schwänzen die ja regelmäßig, aber ehrlich gesagt, Sie haben so viel Unsinn erzählt, ich kann auf Ihre Präsenz in Zukunft auch weiterhin verzichten. Vorbemerkung Nummer eins, die geht an Sie, Herr Brandner. Das war ja jetzt wieder das Prinzip AfD. Sie stellen sich hier vorne hin, machen dicke Backen, zeigen gestisch wirklich die ganze Zeit mit dem Finger auf die anderen und erklären, was alles nicht gut läuft. Und da hat man einmal eine Frage und Sie lassen sie nicht zu. Ich weiß, warum Sie sie nicht zulassen, weil Sie keine Antwort haben. Und das betrifft im Übrigen ganz, ganz viele Bereiche, weil das bei Ihnen Prinzip ist. Und ich glaube schon, dass Sie bei zukünftigen Reden hier vielleicht mal durch inhaltliche Tiefe auffallen sollten. Dann erübrigt sich bei mir der Drang nach einer Frage. Die AfD will den Europäischen Entwicklungsfonds abschaffen. Die AfD will, dass jedes Jahr mehr als 5 Milliarden Euro für die Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere mit Afrika, gekürzt werden. Und gleichzeitig will sie, wie auf diversen Flyern und Programmen nachzulesen, den massenhaften Zuzug bildungsferner Menschen aus fremden Kulturen verhindern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine derartige Schizophrenie gehört eher zum Therapeuten als in den Deutschen Bundestag. Für die AfD ist die Europäische Union wie ein Krebsgeschwür. Der Antrag liest sich wie ein Totenschein. Die Antragsteller schreiben von Pathologien, von Anomalien und wollen den Eindruck erwecken, die europäische Idee sei tot. Ein Gesamtanachronismus, wie Sie es sagen. Sie, meine Damen und Herren, wollen die Europäische Union nicht entwickeln, Sie wollen sie abwickeln, zurück zur Nationalstaaterei. Das ist doch völlig absurd. Und natürlich ist es erfreulich, und da spreche ich den Kollegen Dont an, der im Verkehrsausschuss so großartige Erfolge präsentiert hat. Natürlich ist es erfreulich, dass in Einzelfällen Bahnstrecken wieder fit gemacht wurden. Und wir sehen, dass das auch prima funktioniert. Aber ich bitte Sie, 7000 Kilometer verloren und 200 Kilometer zurückgewonnen. Das ist doch in Wirklichkeit kein Erfolg. Abbau der Bahninfrastruktur stoppen, Bahnstrecken reaktivieren. Die Titel der beiden linken Anträge, um die wir uns heute Nachmittag kümmern, die klingen ziemlich gut. Ja. Ziemlich gut. Insbesondere klingen sie gut, solange man sich nicht überlegen muss, wie man das alles bezahlen soll und ob sich das rechnet, was man sich so wünscht. Aber solche Fragen stellt sich die Linke hier im Hause ja nie.